Diese Spinne könnte auch in deiner Nähe leben. Sie hat riesige Giftklauen und es gibt einige Dinge, die man über sie wissen sollte. Ich entschloss mich, hinaus in die Natur zu gehen, um ein Exemplar zu finden und ein Video darüber zu machen. Vorher musste ich aber noch zwei Schlangen in meinem Dorf einfangen. Das sind übrigens zwei Männchen, die sich gerade bekämpft haben. Ich mache sowas normalerweise nicht besonders gerne, aber die Gegend hier ist sehr dicht besiedelt und bevor sie irgendwann mal überfahren oder sonst irgendwie getötet werden, bringe ich sie doch lieber hinaus in die Natur. Das sind Zornnattern. Diese Schlangen sind extrem schnell und normalerweise sehr scheu. Aber wenn man sie einfängt und nicht loslässt, können sie ziemlich bissig werden. Der Biss ist aber nicht schlimm, weil diese Art nicht giftig ist. Eine der beiden Schlangen ist auf einen Baum geklettert, nachdem ich sie freigelassen habe. Sieh dir das an. Ohne Hände und ohne Beine klettert sie immer noch besser als ich. Naja. Nachdem das erledigt war, konnte ich mich auf die Suche nach der Spinne machen. Und hier sind wir übrigens schon im Lebensraum der Spinne. An diesem Ort wimmelt es nur so von überaus interessanten Kreaturen. Im Gras war diese Luchsspinne, eine Oxyopes lineatus. Luchsspinnen können so schnell laufen, dass man das Gefühl hat, sie könnten sich teleportieren. Und sie sind, wie die meisten anderen Spinnen auch, giftig. Aus ihrem Gift konnte man zwei Bestandteile isolieren, die man Oxytocin und Oxyopinin nannte. Oxytocin verhindert die Signalübertragung an den Nervenzellen und verursacht damit eine Lähmung. Sowohl Oxytocin als auch Oxyopinin wirken sehr stark insektizid. Das bedeutet, sie sind vor allem für Insekten sehr wirksam. Für uns ist die Spinne hingegen vollkommen harmlos. Das ist aber nicht die Spinne, die ich gesucht habe. Und so setzte ich meinen Weg fort. Ich bin sehr lange draußen geblieben. Und irgendwann einmal brach die Nacht herein. Zu dieser Zeit kommen ganz andere Geschöpfe zum Vorschein, die sich tagsüber im Verborgenen aufhalten. Als ich auf einer Wiese nach der Spinne suchte, erblickte ich plötzlich diesen Falter. So einen habe ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen, eine Noctua fimbriata, auch bunte Eule genannt. Wenn man sie aus der Nähe betrachtet, merkt man erst, wie haarig diese Tiere eigentlich sind. Nicht das, was man sich von einem Insekt erwarten würde. Und direkt neben dem Falter fand ich dann die Behausung von der Spinne, die ich gesucht habe. Die Spinne hat einen kleinen Turm aus Spinnenseide im Gras gebaut. Was wir hier sehen, ist aber nur die Spitze des Eisberges. Dieser Turm ist das Ende einer Röhre, die so lang wie ein menschlicher Unterarm sein kann. Zuerst verschwindet sie im Gras und geht dann noch ein Stück weiter unter die Erde. Und nachdem ich vorsichtig die Röhre freigelegt hatte, kam die Spinne zum Vorschein. Das ist also die Spinne, vor der sich die Leute immer fürchten. Ein bisschen sieht sie wie eine hochgiftige australische Trichternetzspinne aus. Was wir hier haben, ist allerdings keine Trichternetzspinne, sondern eine Tapezierspinne. Diese Spinnen kommen von Natur aus in Europa vor. Tapezierspinnen nennt man sie deswegen, weil sie ihre Wohnröhre mit Schmutzpartikeln tapezieren, um sie zu tarnen. Die Spinne lauert dann in ihrer Röhre und wartet, bis ein ahnungsloses Insekt drüber läuft. Danach durchstößt sie mit ihren Giftklauen ihre Röhre und schlägt sie in die Beute. Damit das überhaupt möglich ist, müssen die Giftklauen aber sehr lang sein. Die Spinne ist nur etwa 15 mm groß.
Ihre Giftklauen können aber über 5 mm lang werden. Das ist fast genauso lang wie die Giftzähne von einer Kreuzotter. Mit diesen Giftklauen kann die Spinne auch die menschliche Haut ohne Probleme durchdringen. Der Biss einer Tapezierspinne ist ziemlich schmerzhaft. Ihr Gift verursacht eine leichte Schwellung und in seltenen Fällen auch eine kleine lokale Nekrose. Nekrose bedeutet, wenn Körperzellen absterben und sich das Gewebe deswegen schwarz färbt. Das hört sich jetzt sehr brutal an, sowas kann dir aber auch bei einer Wespe oder bei einer Biene passieren und ist überhaupt nicht schlimm, wenn es nur so klein ist. Und bei der Spinne wird es auch nicht viel größer. Der Biss dieser Spinne ist zwar unangenehm, aber für Menschen nicht besonders gefährlich. Anders ist es hingegen, wenn du die Haare von einer Vogelspinne in die Augen bekommst. Sowas habe ich am eigenen Leib erfahren. Wenn du wissen willst, wie es mir ergangen ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis gleich.